Mirin, I need to take this weapon. Oh, I see you're a man of culture as well. Cheater-Experiment, Tag 8. Wir klatschen heute wieder rein, nachdem wir letztes Mal am Ende eine komplett cheaterfreie Lobby hatten. Das war schon mal nicht schlecht. Nuke! Ach gut. Annehmen bitte. Hallo? Wie ist denn das jetzt passiert, hä? Das war doch schon vorbei. Also jetzt bin ich echt gespannt, was das hier für ein Spiel wird auf Nuke. Der eine ist schon mal ein Schniedel, okay. Ich habe jetzt schon Schwierigkeiten, mir vorzustellen, wie es ist, auf der extrem Low Elo auf Nuke zu spielen. Ob dann jeder einfach nur draußen rumrennt und so ein bisschen ballert oder wird sich auch aufgestellt? Machen wir einen Wellenrush? Was machen wir überhaupt? Bleibt denn der letzte von denen? Es fehlen sogar zwei. Was soll denn das? Na okay, das war's mit Nuke, ne? Wow! Kann ich wieder langsam loslegen? Hallo? Aufnahmezeit 15 Minuten. Nuke! Lass 6,5 Minuten wieder Nuke, okay? Und es sind sogar alle da, ich fass es nicht. Geh live. Hello there. Hello. Oh, die sprechen ja alle. Das verspricht interessant zu werden. Go ramp. Okay. Oh, fuck, die habe ich abgefangen. Weg ist er. Oh, ich habe einen AP. Fuck den. Oh, wo ist Purple? Purple ist nach oben. Also es ist jetzt irgendwie doof gelaufen, dass der 30 Jahre gebraucht hat. Gute 30 Jahre. Nice. Good job. Er holt sie. Sehr, sehr schön. Klasse. Was? Nee, 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 komm jetzt, hört auf. Hört auf mit eurem Schotter. What is this filthy language? Типа, so голову продавал с ликами. Achtung, folgender Vorschlag von mir. Auf dem Sprachchat ist eine KI. Sobald jemand nicht Englisch spricht, wird er gebannt. Für immer. Weg. Das wäre so schön. Ich meine, man muss natürlich dazu sagen, dass es unabhängig von der Sprache ist, die da gesprochen wird, sondern es ist natürlich abhängig von den Menschen, die spielen, ja. Wenn du eine richtige Torfnase bist, ein richtiger Dummdödel, dann sprichst du auf Biegen und Brechen deine Sprache, egal ob es Deutsch, Türkisch, Russisch oder Französisch ist, du sprichst deine Sprache, anstatt sich einfach anzupassen, ja, und so wie alle anderen normalen Menschen auch, online Englisch zu sprechen. On Main. Ich weiß gerade nicht, was wir machen. Wir laufen jeder irgendwie rum. Der müsste Main right zu also outside, Main. Auf. Das sah eben ein bisschen gelockt aus. Doesn't matter. We all... Ich habe schon mal sehr lustige Leute, das muss man ihnen lassen. Und ja, ich bin eben gefallen. Hört auf, das zu kommentieren, danke. Oh. Hey, looks good. Catwalk. Oh. Um zurück zu unserem Experiment zu kommen, also der eine bei den Gegnern scheint ein bisschen krass die Köpfchen zu treffen. Ich bin mir noch nicht zu 100% sicher, ob der was anhat. Das müsste dann der, welcher war das denn überhaupt? Der ist weg. Der ist weg? Das ist der gegangen ist. Ach Gott, das ist ziemlich nice. Die Bombe ist außen down. Purple schießt hier die ganze Zeit durch den Boden, aber willkürlich, wie es aussieht. Ja, einfach irgendwo hin. Also jetzt da rechts bei Trophy oder früher war es Radio, glaube ich, das hier. Und der hintere Raum ist Trophy. Okay, wow. Ah, bei uns ist auch einer gegangen. Aber wer? Ihmchen. He wanted to get Clantech. Was? Clantech? Okay. Er will seinen Clan-Tag machen und geht deswegen aus dem Spiel raus. Kann man den nicht einfach anmachen? Ja, hallo? Ist natürlich der beste Clan-Tag, den man haben kann. Das ist klar, ne? Kommt in die Gruppe. Können wir bitte jetzt weitermachen? Also minimals bis dato zusammengefasst. Wir haben hier einen Hacker gehabt, glaube ich. Ich sag mal zu 70% war ich mir sicher, dass der Kerl bei den Gegnern hackt, der dann einfach selbst gegangen ist und sich den Timeout genascht hat. Oh, einer bei A. Hold on, ey. Oh, yeah. Die sind runter auf B gegangen, okay. Das hat er nicht angesagt. Also Arizona redet zwar lustig, aber nicht spielbezogen. Ist er. Okay, I am not gonna win this. Und dann noch mit dem Revolver, Alter. Komm schon, ist das dein Ernst? Also bei meinen Leuten bin ich mir ziemlich sicher, dass da nicht allzu viel am Start ist. Im Moment zumindest maximal Ashura ist so ein bisschen auffällig bei ein paar Sachen, aber den Header, muss ich ganz ehrlich sagen, habe ich auch schön gedrückt, das ist klar. Den, oh, das war eigentlich ein Header, mein Freund. Klaut er mir den Kill? Gut, ich habe seine auch geklaut. Also ich habe hier so einen richtigen Aufgeweckten dabei, ne? Ah, die sind... Ja, ich wollte gerade sagen. Ich guck mal, ob ich bei Ramp direkt runterrennen kann. Ein Win wäre übrigens nicht schlecht für die Rank-Geschichte, weil wir ja langsam eingerankt werden wollen. Und ich glaube, mir fehlen jetzt noch 5 Wins. Oder so für meine erste Einrankung. Hallo? Und ja, darum wäre das natürlich nicht übel. Wer ist denn da jetzt schon wieder gegangen? Die Gegner dezimieren sich gerade hart. Der ist auch für 30 Minuten weg. Hä? Was machen die? Warum gehen die?
Weil sie verlieren oder was? Wie sie sexend. Diese American accent. Okay. Nice. Okay. Take my MVP. Got it. Nice. I drop it for a green. Nah. I don't use those fancy weapons. Also ich muss schon sagen, die sind schon ziemlich, ja, die sind gut drauf, die Jungs, auf jeden Fall. Natürlich ist die Stimmung auch extrem angestiegen, seitdem sich der Hacker einfach selbst, oder der vermeintliche, komm, ich will gar nicht fest sagen, dass er gehackt hat. Wie gesagt, zu 70% bin ich mir sicher, vielleicht war es aber einfach nur ein Lucky Boy, der ein bisschen Lucky reingekackt hat und dann halt einfach lief, was natürlich komisch ist, einfach dann zu gehen. Ich kann mir sogar gut vorstellen, dass wir irgendwann hier zwischendurch noch eine ganze Runde Negev spielen werden, einfach weil die so abgedreht sind. Ich glaube, das ist bis jetzt die beste und freundlichste Stimmung, die ich jemals hatte hier in diesem Cheater-Experiment. Die Bombe ist hinten, Jungs, hallo. Also ich meine, man sollte natürlich das Objective nicht vergessen. Ist das er allein? Partner. Wish me luck. Der Kerl, Mann. Oh, outside ist einer. Lane. Dem zerbricht doch gleich die Stimme. Ja, wir haben B eingenommen. Ich denke, wir kämpfen ja einfach gegen Leute, die Nuke nicht können. Wir konnten gerade eben schon wieder die Bombe legen, Runde holen, ohne Gegenwehr. Ich weiß nicht, was sie mit ihren beiden Bots machen. Ich glaube, dass sie die Bots nicht abstellen. Weil manchmal killen die Mates die irgendwo und nicht am City spawnen. Ja. Okay, das war. I'm going on B. For plant the pant. Der Feind ist oben drin. Da oben irgendwo. Wir mollen da mal hin. Dass er nicht nunner kann, wisch. Oh. Nee. Ah! Der war unten bei der Bombe. Ich bin einfach fortgerannt. Also der Arizona Ranger ist, der ist schon. The best weapon in the game. Der ist schon gut drauf. Nobody can stop me. Oh mein Gott, ey, das ist hier gerade wirklich ein Schlachthaus. Ich gucke jetzt gleich nochmal ganz genau bei mir hin, ob ich bei uns, also bei unseren Leuten, irgendwas sehen kann. Irgendein Hack oder sowas. Also von den Kills her, dieser Ashura kommt dann natürlich am ehesten in Frage, weil er so weit oben steht. Aber das, was ich bis jetzt gesehen habe, ist, dass er halt einfach gut spielt. Also ich denke, es ist wahrscheinlich ein Smurf, beziehungsweise jemand, der halt jetzt nicht zum ersten Mal Counter-Strike spielt. Der eine killt sich selbst. Also sie haben komplett den Verstand verloren. Also er ist sowieso Lellebibble. Ashura ist jetzt ihmchen hier. Man sieht, das sind wirklich, ne, also das ist kompletter Standard. Aber wir müssen uns auch gar nicht mehr anstrengen. Also eigentlich schon seit Runde 5 nicht. Seitdem dieser eine gegangen ist, sind die Gegner einfach nur noch am Kacken. Ja, der eine killt sich nach wie vor. Nett mit mir, mein Freund. Einfach durchrennen, dass wir schnell wie möglich beenden, nicht wahr? Nice. Green, I need to take this weapon. Oh, I see you're a man of culture as well. Stone. Es wird immer besser. Letzte Runde cheaterfrei, diese Runde cheaterfrei. Counter-Strike, hast du schon gebacken bekommen oder was? Ich habe diesbezüglich verschiedenste Daten über die Zeit jetzt bekommen von euch. Viele sagen, mit Prime wird es besser. Viele sagen, ab Runde X wird es schon besser. Also wenn man so viele Spiele gemacht hat, würde es besser. Oder war es bei ihnen besser? So. Grundsätzlich sind das natürlich keine Zahlen, die für alle gelten, sondern eben, wie es bei diesen Personen war. Natürlich gibt es auch dementsprechend schlechtes Feedback von wegen Prime, hat bei mir alles noch verschlimmert und so weiter und so fort. Wait, I will clear this bone. Wait. Last one is low HP. Wait, let's knife him. Okay. He's low HP. He's going outside. He's really outside. Great, what are you doing? Er will den knifen, aber er will halt auch stehen bleiben. Oh no. No knifing. Der hatte noch 7 AP. Auf, komm, wir machen den Deckel drauf. Letzter müsste eine AWP haben. Und ist, glaube ich, draußen. Nice. Good job, Partners. Arizona. Der war friendly, der war ein guter Lehrer und der war ein guter Leader. So. Das war jetzt wirklich schön. Keine Kickversuche auf jemanden, der nicht so gut gerade rumkommt. Generell keine Unfreundlichkeiten, keine Hacker und so weiter. Also es war schön. Das hat schon wirklich reingebockt. Somit haben wir Tag 8 überstanden. Wieder ein Spiel ohne Hacker. Der Einzige, der ein bisschen verdächtig war, hat nach Runde 3 oder 4 das Spiel selbst verlassen und sich dann den 30-Minuten-Bann eingefangen. Warum auch nicht?
Das nächste Knife, das am Livestream rausgeht, ist übrigens bereits unterwegs von Serum Whatever. Vielen Dank nochmal an dich. Der Trade dauert aber noch ein paar Tage. Love mit dir. Ich mach direkt den Deckel drauf, denn das Video soll heute noch kommen, also am Montag. Am Wochenende kam ja nichts, weil ich da unterwegs war. Ich war Samstag und Sonntag an beiden Tagen nicht am Computer. Ich konnte nichts machen. Das nächste YouTube-Giveaway sollte dann auch bald starten. Das wird dann so wie immer laufen über Aktivität. Also hier seinen Videos schauen, die kommen, die bereits kamen und dann seid ihr dabei. Vielen Dank fürs Zuschauen, vielen Dank für die Likes, vielen Dank für die Kommentare. Wir sehen uns morgen im nächsten Livestream und übermorgen im nächsten Video. Haut rein, ciao.